Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Minecraft Together mit dem Kevin, dem Burak und mir. Ihr dürft ruhig Hallo sagen. Müsst ihr jetzt nicht, aber. Hallo. Ihr könnt es schon tun. Hallo. Ich werde es nicht tun. Hallo. Burak, bei dir hört man irgendwelche Musik von deinem Nachbarn. Ja, ich hoffe, sie ist GEMA-frei. Aber normalerweise solltet ihr nur hören, mehr nicht. Ja, mehr hat man auch nicht. Da der Typ irgendwie so dumm ist, dass er nur den Bass aufdreht. So krass aufdreht, dass man den Boden wackeln hört. Man hört den Boden wackeln. Ja, man hört ihn und man fühlt ihn. Ich glaube, das ist eher Kevins Hand, was du da fühlst. Witzig. Warte, ich lach gleich. Okay, was machen wir in dieser Aufnahme? Wir hatten ja letztes Mal da unten, da hinten. Ja, da hinten hatten wir weitergemacht. Ich würde mal sagen, hat jemand von euch Kies? Nee, gell? Jetzt hat nie jemand Kies. Doch. Ehrlich, hast du Kies? Ja, aber ich müsste von der Community-Insel hertragen. Was ich jetzt auch gleich mache, da ich andere Sachen auch noch hertragen muss. Gut, das finde ich gut. Warte kurz. Dann kannst du mir Kies geben. Kevin! Kevin? Kevin? Nein, er hat sich gemutet. Scheiße, wo fahre ich eigentlich hin? Ich wollte doch gar nicht wegfahren. So, bleib da. Oh, er hat die Musik abgedreht. Er hat sie abgedreht. Er hat sie abgenommen. Und zwar werden wir dann dort unten am Dorf in dieser Aufnahme wieder mal ein bisschen weiter bauen, wie wir es eigentlich die ganze Zeit schon tun. Und er hat sie wieder aufgedreht, Hurensohn. Ich hoffe, er schmort in der Hölle. Wer ist denn da unten? Ah, da unten ist der King Burak. Ich frage mich gerade, wo Kevin ist, weil wenn der irgendwo AFK rumsteht, dann würde ich ihn gern killen. Bin ich? Bist du dumm? Nein, ich würde ihn nur gern einbauen oder so, irgendwas Lustiges. Denkt er sich so, hä, was? Hab ihn gefunden, ich baue ihn jetzt ein. Nein, er ist weggegangen. Useless. Lol. Totally useless. Weißt du, was jetzt gleich kommt? Denn? User timed out oder irgend sowas. Nein, Alter. Der ist nicht outgetimed. Der ist rausgegangen, weil er uns hört. Hey, wie weil er uns hört? Er hat sich ja nur das Mikro gemutet. Ja, aber dann geht er nicht extra raus. Buddy in your channel, timed out. Wer hatte recht? Ich. Klar, Junge. Ah, das ist der Eingang hier. Vielleicht kommt Kevin ja irgendwann mal wieder. So. Millinator. Oh, kann man da sogar reinspringen? Wenn du willst, kannst du es machen. Sterben tust du davon nicht. Aber Kevin könnte mir mal Millinator versenken. Millinator, Alter. Wie sich das schon anhört. Ich muss mal kurz was gucken. Ob Kevin mir irgendwas geschrieben hat. Koblestone. Nee, hat mir nichts geschrieben. Ach ja, vom Netzwerk hat mir jemand was angeschrieben. Wieder mal ein neuer Amazon-Link. Oh ja. Von was denn? Diablo 3. Ach so. Rede mal was, damit diese Hurensohn-Musik da abgedingst wird. Ruf mal ganz laut runter. Ey, Junge, ich nehme hier Minecraft auf. Autogramme gibt's später, Mann. Mach Musik aus, ey. Autogramme gibt's später, Mann. Mach Musik aus, ey. Jetzt geh mal Kies holen, Burak. Wofür habe ich dich denn eigentlich hier im Let's Play? Sonst schmeiß ich dich sofort raus. Okay, Mann, okay. It's all about the base, about the base. Wie komme ich da jetzt drauf eigentlich? Hier wollte ich mir eigentlich mal einen See reinmachen oder sowas. Na egal. Ja, eigentlich brauchen wir noch Holz und so, aber ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie eine produktive Aufnahme zu machen. Ich war die letzte Aufnahme... Wieso nicht? War ich die letzte Aufnahme so produktiv, weil ich habe das ganze Haus da ausgestattet und sieht richtig geil aus und da bin ich voll stolz eigentlich drauf. Geh doch eine Höhlentour machen. Ja, aber eigentlich brauche ich keine Höhlentour. Eigentlich muss ich nur Holz holen und Kies. Ja, dann hol dir Holz. Ja, darauf habe ich ja voll keinen Bock. Das ist immer so scheiße. Ich habe gedacht, jetzt nimmt Kevin mal mit auf und dann kann der die Scheißarbeit machen. Was? Wir haben ja nicht mal einen Aufnahme-Channel, ne? Nee, dann kommt der Kevin wieder rein.
Und ich bezweifle, dass jetzt jemand hier in den Channel reinkommt. Wir sind hier so die, keine Ahnung, die unangefochtenen Kings auf dem TS. Da traut sich niemand zu uns. Ach so. So, ich reite jetzt erstmal. Man muss ja auch das Pferd immer ein bisschen ausreiten, um dann hier das Königreich auch zu überwachen. Muss man auch Präsenz vor seinen Bürgern zeigen, ist natürlich ganz klar. Jetzt gehen wir hier runter, tut ein bisschen weh, ich weiß. Und das Pferd braucht natürlich auch seinen Auslauf, muss man ein paar Äpfel legen und so, ist ganz klar. Jetzt reiten wir erstmal hier über Jeffiges Island drüber. Betrachten diese Schönheit. Nein, nicht mich, sondern Jeff Island. Guck mal, hier haben wir Kies. Das kann ich eigentlich abbauen. Mache ich vielleicht auch mal irgendwann. Also hier haben wir Kevins Hütte. Burak, weißt du, wenn wir jetzt einen Aufnahmechallenge machen, dann stupst Kevin mich erst an. Wie ist das Passwort? Also wenn er dann irgendwann wiederkommt. Oder wenn er mich mal auf Facebook anschreibt oder irgendwie anschreibt oder irgendwie mir per Rauchzeichen gibt, wo er gerade steckt. Ein Rauchzeichen. Ja. Kevin, der alte Raucher. Oh, die Welt wurde gespeichert. Oh, komm, was willst du, Skelett? Ah, nein, schieß nicht mein Pferd ab. Nein. Komm mit, Sabrina. Ich glaube, ich nenne das Pferd Sabrina. Shit, Alter, jetzt sind voll viele Creeper. Oder wie soll ich das Pferd nennen, sag mal? Kevin. Das ist aber voll der hässliche Name. Außerdem wird das Pferd dann immer gemobbt und da kann ich mich dann nicht für verantwortlich fühlen. Du kommst jetzt schon wie schön wieder in den Stall, Sabrina. So. Sabrina. Jetzt kriegst du noch hier so ein Schild hin. Stall von Darmstude. Sabrina. Nicht Kevin. So. Gut, dann töten wir mal hier ein Skelett. Bam! Ah, was guckst du? Wow, oh, hier noch ein zweites. Nein, ein Creeper. Nein, ein Skelett. Nein, er kommt. Und er ist tot. Guck mal, hier haben eigentlich voll viele schöne Blumen. Könnten wir mal ein bisschen Blumen holen. Wir brauchen eigentlich gar keine Blumen. So. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal irgendwas anderes. Nicht immer Burg bauen. Irgendwas anderes bauen wir heute. Mal gucken. Dann. Ich will nur Dicks sacken. Digga, WTF, Mann. Was singst du da für eine Scheiße? Das ist voller Ohrwurm, das Scheißlied. Ich will nur Dicks sacken. Are you kidding me? Nein. Das Lied heißt Dicks sacken. Nicht ich will nur. Das ist nur eine Strophe davon. Das ist nicht das Lied. Nein, um Gottes Willen. Boah, was hörst du eigentlich für Musik? Nur schlechte Musik oder was? Musik, in der es nicht um Dicksacken geht. Tja, ich höre halt Musik um. Entweder höre ich halt solche Musik. Nein, wie soll ich das ausdrücken? So Musik von Kevin halt. Kevin Piano kennt ja jeder. Oder ich höre dann halt Dicksacken. Nein, kennst du wirklich nicht das Lied? Nein. Von Trailer Park. Nope. Nicht gebildet, die Jugend von heute. Schäm dich. Ja. Zum Glück nicht. Hast du jetzt eigentlich Kies geholt? Ja. Oh, okay, ich hole den nachher bei dir ab. Auf geht's. Schneller. Schneller. Egal.
Oh nee, jetzt kommen hier die dummen Steam-Meldungen. Verpisst euch. Eigentlich hasse ich Steam. Genauso wie ich Dings hasse. Origin. Am liebsten mag ich Uplay. Wieso? Spaß. Was ist hier mit Uplay, Alter? Bam, 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 bam. Sind hier ein paar Monster in Adis Monsterfalle? Nee, schade. Okay, ob. Wow, da hört man sie schon wieder kreischen. Die alten Halunken. Sag ich voll asozial, dass wir jetzt aufnehmen, ohne dass Kevin da ist. Na egal, er hat Pech. Wo soll das denn asozial sein? Keine Ahnung. Er wird wahrscheinlich heute gar nicht mehr kommen. Er hat wahrscheinlich ein paar Probleme oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja, Probleme haben wir doch alle. Manche mehr oder weniger, gell, Burak? Ja. So machen wir jetzt hier so ein bisschen Propaganda. Apropos Propaganda, Burak, du musst mal die Propaganda-Mission bei Far Cry machen, die sind echt geil. Nee, jetzt mal im Ernst, die sind richtig geil. Die Propagandazentren zu zerstören macht voll Fun. Mhm. Vor allem, da kommen immer sau viele Leute. Dann immer so ein richtig schönes Gemetzel, Junge. Jetzt hab ich's falsch gemacht. Ich möchte auch, dass Adi was. Dass Adi immer an mich denkt, deswegen habe ich jetzt hier mal was hingemacht. Da freut er sich. Gehen wir mal lieber schnell. Oh nein. Er hätte wieder ein Loch reingemacht. Dann spawnt da doch nichts drinnen. Was ist so? Nein, Burak. Bist gestorben. Sag mir nicht, dass du wieder Scheiße machst, David. Mach ich nicht. Ich mach Kunst. Oh Mann. Da will er sich freuen. Okay. Gehen wir mal wieder. Da-dum, dum, da-dum, da-da-dum, dum-dum, dum-dum. So. Hier können wir mal wieder ein bisschen Zeug mitnehmen. Da-da-da-da-dam. Wir haben ja gemeint schon lange keine Felder mehr geerntet. Das könnten wir mal wieder machen. Und hier haben wir die Tiere, die könnten wir auch mal wieder ein bisschen züchten. Bist du auf der Community-Insel? Mhm. Vermehren wir mal die Kühe und bring mir Leder mit, bitte. Macht das so, muss da so gewisse Dinge erledigen auf der Community-Insel. Nichts Schlimmes, Burak. Über Adi aufregen, dass er Scheiße macht und er selbst Scheiße machen. Ich habe echt keine Scheiße gemacht. Ich habe Propaganda gemacht. Okay, die Felder, die müssen mal nachgeerntet werden. Da hat irgendjemand vergessen, die Karotten zu sehen. Tja, das ist ein bisschen scheiße, würde ich sagen, ne? Nicht. Bist du dumm?
sammel scheiß Leder ein. Okay, jetzt wird's eingesammelt, oder? Ja. Auf geht's. Verreckt, ihr scheiß Kühe. So, die restlichen muss ich aber stehen lassen. Gut, ich komme jetzt dann mal wieder. Vermisst mich doch schon, oder? Ja, übel. Man merkt's. So. Ups. Doggle. Downfall. Und da verschwindet die Community-Insel. Wenn du die abgefackelt hast, David, dann... Was? Als würde ich die abfackeln, ganz ehrlich, Buragas, was denkst du eigentlich von mir? Und da verschwindet die Community-Insel. Ja, sie verschwindet. Sie verschwindet im Nebel der Vergesslichkeit. Boah, ich bin richtig abgefuckt. Bete zu Gott, dass du da nichts angezündet hast, David. Nein! Ich hab was angezündet, Burak. Nämlich dein Herz. Ich möchte es wieder zurückerobern. Und dann zündest du es an. Genau. Wir wussten ja schon immer, dass du es mit der Intelligenz nicht so hast. Ich hab nichts angezündet, Burak, ich schwöre. Du kannst ja nachgucken. Ich hab echt nichts Schlimmes gemacht. Das war ohne Scheiß, hab echt nichts Schlimmes gemacht. So, du brauchst Leder, Burak. Kriegst du. Yep. Töte mal die Kühe auch noch mit. Ich hab die doch schon getötet. Cool. Aber ich hab noch ein paar übrig gelassen, weil sonst zu wenig Kühe da sind. Ich hatte nämlich nichts zum Vermehren, leider. Du bist wahrscheinlich da unten, oder? Ja. Gut, ich komm. Hier kriegst du Leder. Das ist mein ganzes Leder. Was oh Mann. Wo ist der Kies? Kühe haben nur so viel Leder gelassen. Ja, die restlichen muss ich hier stehen. Kies in Kiestruhe, okay? Denk nach. Ah, hier vielleicht bei Elektronik. Nee. Oh mein Gott. Dummheit tut echt weh, kann das sein? Da fragst du den Falschen. Esse. Ich mach da mal ein bisschen Fleisch rein, irgendwo. Da. Ich hab mal 18 Fleisch reingemacht. Ja, das kannst klappt du haben. Nicht. Da muss ich mal mit Karotten nach da hinten gehen und die Community-Insel da wieder bepflanzen. Na gut, dann kacken wir einfach drauf. Hör auf was? Auf dem Fenster. Scheiß drauf, Alter. Weil dann sieht man ja nichts mehr durch. Ja, nicht durch. Ja, du weißt aber im Moment nicht, was ich laber. Ja, doch, du möchtest auf irgendein Loch kacken. Du hast gesagt. Dann hast du gesagt, ja, dann. Dann. Was hast du gesagt? Nichts, was ich wortwörtlich gemeint habe, David. Nichts, was ich wortwörtlich gemeint habe, okay? Scheiß drauf. Ist gut, Burak. Du musst keine Musik machen. Hören Scheiße, jetzt muss ich Cobblestone abbauen gehen. Scheiße. Scheiße, er hat eine Nase. Scheiße, verbraucht das viel Kies. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass es. Ich hab schon gedacht, dass wir viel Kies brauchen, aber so viel. Das ist ja pervers, das reicht ja. Boah, Alter, fuck. Ah, egal, gehen wir da hinten hin und holen noch den Kies, den wir vorhin beobachtet haben. Ich kann dir Stein geben, Burak, wie viel brauchst du? 2,64er. 2? Okay, kann ich dir gerne geben. Bin unterwegs zu deiner Burg.
Eigentlich können wir die Infrastruktur von unter New Jeffrey auch einfach so machen, dass wir, also Jefflahoma verbinden wir dann einfach mit der Ja, normalen können. Jeffbahn. Da hast du genug drin, kannst du ja. Nimm dir. Gönn dir, sagst du? Gönn dir. Zum Glück habe ich diese Brücke gebaut, die benutze ich echt oft. So, hier irgendwo war Kies. Okay, da ist Kies, aber das ist zu wenig da hinten, genau. So, dann machen wir mal hier den Kies weg. Ich denke, der reicht dann erstmal dafür. Aber wir kriegen aber ziemlich viel Ding raus. Flints, die will ich alle gar nicht. Ich will doch nur Kies. Oh. Schade, jetzt habe ich mich gefreut, ja, hier mit Kevin ein bisschen Minecraft spielen und jetzt ist er einfach weg. Kevin ist auch auf WhatsApp nicht on. Ich glaube, der hat einen Internetausfall oder sowas. Ja, ich glaube irgendwie auch. Das hätte er sich schon längst bemerkbar gemacht. So. Da hinten liegt auch noch Kies. Okay. Wird dann erstmal reichen. Machen wir es hier wieder zu. Okay, mehr Erde habe ich nicht. Dann bauen wir mal da hinten das fertig. Sind wir doch ein bisschen produktiv. Wir sollten mal wieder PvP anmachen. Warum? Keine Ahnung. Das ist voll lustig. Junge, du wirst immer mehr zum Adi, Alter. Was ist denn los mit dir? Junge, wir sind fucking Zwillingsbrüder. Da kann ich nichts dafür. Er beeinflusst mich und meine Taten ungemein. Was mich ziemlich traurig macht. Reiß dich mal zusammen. Okay, wir müssen noch überlegen, was wir hier für Tiere reinmachen. Ich würde mal denken, so Schweine oder so. Denk nicht so viel. Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Gell, Burak? Wo ist er? Boah, da könnten wir echt Schweine reinmachen eigentlich. Gar nicht so eine verkehrte Idee. Was ich auch noch gerne machen will, ist den Innenhof von der Burg gestalten, also da irgendwas reinpacken. Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr sie mal in die Kommentare packen. Bin ich mir noch nicht sicher, was ich hier hinmache. Vielleicht hier irgendwie so ein Stand oder sowas. Und hier oben ist alles noch so ein bisschen leer. Ich könnte auch noch irgendwas drauf machen, keine Ahnung, Katapult oder so, keine Ahnung, wie man das bauen soll, aber es wäre cool. Oder so ein Katapult wäre schon cool. Oh nein, es ist asymmetrisch. Nein. Gut, dann haben wir keine andere Wahl als... Da kommen die Melonenkerne rein. Jetzt würde ich nämlich gern hier noch einen Gang durchbauen. Da. Der Ach, hört wie sich einfach schön so das ein geht. Dreck an, ne, der Typ. Das ist unglaublich, Mann. Das macht einfach nur Ding, Ding, Ding. Der Ding, Nachbar jetzt Ding, oder was? Ding. Ja, Mann. Das ist unglaublich, Alter. Immer, immer. Das macht nichts anderes. Ding, Ding, Ding. Oh mein Gott. That's so useless, man. Hat er nicht so einen guten Musikgeschmack wie du? Definitiv nicht, nein.
Und zwar kann man jetzt hier auch durchgehen. Das ist nämlich ein bisschen better. Natürlich kommt hier jetzt noch eine Tür oder sowas rein. Ganz klar, damit keine Zombies da rein können. Oh, das war wieder eine Facebook-Nachricht. So. Auf Facebook-Nachrichten muss man ja generell immer antworten. Okay, da haben wir noch Ton. Und noch irgendwo Stone. Also so ganz normal Stone. Okay, haben wir noch Steinziegel, die brauchen wir. Aber ich bezweifle, dass die reichen. Und dann platzieren wir sie mal hier unten hin. Na, na doch, die reichen. Wir brauchen nur 6 Stück. So, ah ne, wir müssen auf dem Boden ja noch welche hinsetzen. Ja, also hier können wir welche hinsetzen. Da können wir auch solche Steine hinmachen. Jetzt kommt man da einfach mal schon viel schneller hin. Ich will allgemein meine Burg auch noch so ein paar unterirdische Gänge bauen und sowas. Krass. Und so, keine Ahnung, irgend so ein Keller oder so ein Scheiß. Finde ich absolut krass, muss man echt sagen. Ja, das ist auch absolut krass. Da gibt es auch keine Widerrede, das ist einfach nur krass. Absolut krass. Ja, ich glaube, das mache ich so. Ich will doch nur spielen. Kennst du es von Alberto? Ja. Das ist geil. Das ist geil. Okay, warte, lass kurz nachdenken. 5 Stück brauchen wir noch. Nee, 4. Also, nee. Nicht 4 Stone, sondern 4 Steinziegel. Und die haben wir jetzt. Und da wurde man schon wieder auf Facebook angeschrieben. Von wem denn? Von Leuten, die ich jetzt hier nicht erwähnen will, Burak. Nicht von Kevin. Wenn ich von Kevin angeschrieben werde, dann berichte ich dir das. Hä, wir hatten doch, warte mal, 1. Ah, dann haben wir da unten 8 Stück gebraucht. Ah, doch, jetzt von Kevin.